Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Daft Mill, 15 Jahre, Fassstärke, Preis 224 Euro, ouch. Whiskey Base Nummer 206405, 2006 gebrannt, 2022 abgefüllt, 28 First Fill Bourbon Barrels, 5338 Flaschen davon, 55,7% Alkoholstärke. Wir wissen sogar ein bisschen über der Gerste, was benutzt wurde. Wir wissen sogar, wo es gemälzt wurde. Wir wissen sehr, sehr viel über diese Flasche. So, ich kann ein bisschen erzählen. So, zuerst habe ich gedacht, auf dem Label steht nichts. Ja, also ein Familiengeführten und dann in Besitz, jahreszeitabhängige Brennerei, befindet sich im Herzen von The Kingdom, Königreich von Fife. Lowland, Single Malt Scotch Whisky, Single Farm Estate. Ja, Francis und Ian Cuthbert. Grown, distilled, matured and bottled in Fife. Oh, guck mal, Fife kommt immer mehr. So, dann auf der Rückseite steht hier, dass geerntet von der Bauernhofs die Felder namens Dam Park und Curling Pond am 31. August 2004, ganz wichtig, 2004 wurde es dann geerntet. Und dann hier dieses Chariot Barley, also Gerstesorte Chariot, waren unter anderem die letzten, die dort in Fife bei der Mälzerei Robert Kilgore und Co. Gemälzt, bevor es geschlossen wurde. Oh. Die 28 Fässern von dieser Abfüllung sind alle First Fill Ex-Bourbon Fässern, destilliert 2006. Zwischen Mälzung und Brennerei, zwischen Brennen ist meistens ein Jahr dazwischen. Das heißt, die Ernte von 2023, was eingefahren wird im August, wird praktisch im 24 erst dann gebrannt. Ist immer ein Jahr dazwischen. Also, und wurde dann abgefüllt hier im Jahr 2022 in natürliche Fassstärke, was 55,7% bedeutet. Echt eine ganz coole Sache hier. Nun, Problem Nummer 1, Preis 224 Euro. Also ich finde den schon für 214 Euro mittlerweile, aber es gibt 59 verschiedene Online-Shops laut Whisky Base, die diese Flaschen haben. Ich habe damals gedacht, als ich die Flasche kaufte, schnell, schnell, schnell muss man sein, weil man wird nie diese Flasche finden. Ja, 5338 Flaschen davon. Ich habe die Mathematik einfach mal hier meinen Taschenrechner machen lassen. Also 5338 durch 28 heißt, jedes Fass hat durchschnittlich 190 Flaschen gegeben. Und wenn man auch noch denn die Mathematik macht, eine Flasche ist 0,7. Das heißt, von den 200 Liter oder 190, zwischen 190 und 200 Liter, was ein Bourbon-Fass denn da umfasst, waren 133 nur noch da drin. Das heißt, wir haben ungefähr 66 Liter verschwunden auf 100. Wow, das ist über 40%. Das ist schon einiges hier. So, ist diese 15 Jahre alte Fassstärke von Daft Mill wirklich 200 plus Euro wert? Werden wir aber hier sehen. Womit ich es vergleichen möchte, muss ich. Ich habe einfach geschaut, was habe ich denn da? Was Fassstärke, was First Fill Bourbon Fass gereift wurde. Und ich habe hier tatsächlich vom Lady of the Glen ein fetter Kern aus einem First Fill Bourbon Barrel, wurde denn dort destilliert 2008. Hier wurde 2006 destilliert. Es wurde abgefüllt ab 2021. Da hat man die paar Jahre weniger. Ich habe nur ein 12 Jahre alte Whisky hier, nicht eine 15 Jahre alte Whisky. Aber es ist Fassstärke. Hier haben wir 55,7. Hier habe ich denn dort 57,6. Also 2% Punkte mehr. Ich fand das fair. Daft Mill gegenüber Vetterkern ist schon eine unterschiedliche Sache. Aber hier preislich sind wir knapp die Hälfte. So. Wo kriege ich mein. Okay, Cask Nummer 5151.
5-1-2. Das werde ich hier gleich eintippen hier bei Whiskey Base. Und dann haben wir auch noch einen Preis denn dafür. So, fetter Kern, das liegen wir hier bei 91 Euro. Ja, Pi mal Daumen. So, 91 Euro gegenüber 225. Aber Jason ist nicht Death Mill. Geht um Geschmack hier, ja? So, Geschmack Death Mill gegenüber fetter Kern, Einzelfassabfüllung. Hier 249 Flaschen übrigens aus ein einziges Fass. Hier circa 190 Flaschen. Also da war schon mehr Angel Share über 15 Jahren. Death Mill hat das Ziel gesetzt, dachte ich damals, 18 Jahre alte Whisky, die fing mit 12 an und 15 und so weiter. Das muss ich schon sagen, das ist schon cool, was Francis und Ian da gemacht haben. Und still vor sich hin distilliert, viele Jahre da. Und bis zu 100 Fässern im Jahr. Und wenn du hier zum Beispiel bei dieser Abfüllung 28 deine Fässer raushaut, das ist ein Viertel von deinem gesamten Jahresproduktion, geht für ein einzige Abfüllung. So, wir werden nicht viele, viele Sachen hier sehen. Gut, Geruch. Ja, aber, was soll ich sagen hier? Ich habe Grapefruit. Also ich wünsche mir, ich hätte noch irgendeine Death Mill Abfüllung als Sample irgendwo. Habe ich nicht gefunden, habe ich geschaut. Grapefruit, also es erinnert mich leicht an eine, ja ich weiß woran es mich erinnert, an einen guten Dingo aus einem Bourbon Fass. Ja, gut, nicht wow, gut. Gerstenmalz. Ich kriege nicht unbedingt viel Alkohol in der Nase. Bisschen Citrus. Ja, ich möchte gerne hier ran riechen. Also der fetter Kern ist zurückhaltender, der Bourbon Fass kommt ein bisschen mehr durch, das sind Einzelfassabfüllungen. Hier hat man natürlich die 28 verschiedene Fässern sind miteinander. Hier ein bisschen, was heißt, balancieren sich ein bisschen aus. Ja? Ich hätte gerne gewusst, wo die Bourbon Fässern herkommen. Wenn ich Bilder anschaue, dann da bei Francis, da bei Death Mill, vielleicht hätte ich es auch entschlüsseln können, aber okay, gut. Ja, ist gut, ist gut. Ist aber nicht jetzt hier, wo ich sage, wow, das ist das Problem. Auch die Tasting Notes hier bei Whiskey Base lassen nicht unbedingt viel hier. Es ist ein fast gereifter Firstville Bourbon. Okay, andersrum. Also, 15 Jahre in Firstville Bourbon ist immer noch arg hell. Das ist das Erste, was mir auffällt. Ich hätte mehr Farbe auch erwartet jetzt hier. Es ist ein bisschen Zuckerwatte. Es ist ein bisschen blumig, es ist ein bisschen. Der bietet mir ein bisschen mehr, der fette Kern. Das ist mein Problem. Also, okay. Cheers. Mhm. Tropische Früchte. Ein Holzmoment kommt durch. First of all, Bourbon. Immer wieder bin ich am Überlegen, wäre mir Second Fill Bourbon bei 15 Jahren und so ein delikates Distillat wie Death Mill lieber? Ja.
Also immer mehr und mehr komme ich zu der Überzeugung, First-Fill-Bourbon-Fässern sind nicht das optimalste Gefäß für ein 15 Jahre alte Reifung von einer sehr delikaten Whisky. Muss man irgendwann benutzen. Also einmal Amerika, Bourbon, boom, viel Holz. Das zweite, immer noch nach 15 Jahren, ein bisschen säge, frisch gesägtes Holz immer noch. Und beim S das Second Fill, gerade mit einer super schönen Lowland Whisky in diesem Fall Daphne, und dann 15, 18 Jahre drin in Fassstärke. Ach. Kann eine himmlische Erfahrung sein. Ich glaube, manchmal bin ich einfach mal ja, verdorben von dritte, vierte, fünfte Abfüllungen vom Irland. Ja, wo das Holz eklig, matschig, modrig wurde. Hier nicht der Fall. Hier kommt der Bourbon im Moment ein bisschen mehr durch. Okay. Ich nippe, ich tue ein bisschen Wasser, ich gehe hier rüber, komme zurück. Also, mein erster Eindruck ist, wow, das ist eine tolle Whisky für 80 Euro. Aber schmecke ich die 200 plus Euro raus? Nee. Also, und das ist, glaube ich, warum wir 59 Shops haben mit dieser Flasche noch in Europa drin. Das ist sau viel Geld. Also, unsere Regel besagt 10 Euro pro Jahr. Also, 150 Euro wäre viel. Und 220 Euro ist sehr, sehr viel. Und jetzt das Letzte, was ich sagen will. Ich, Whiskey Jason, glaube nicht, dass das Geld landet in den Taschen von Francis und Ian, sondern woanders. Und ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich nicht nur die Online-Händler. Also ich frage mich, am liebsten würde ich denn da Francis vielleicht sogar anrufen und fragen, weißt du, was der Produktpreis ist in Europa hier für diese Flasche? Und wenn er wirklich sagt, hey, ja, ich weiß über 200 Euro und ich kriege gut davon mit, dann würde ich sagen, schön. Aber er sagte, wenn er sagt, nee, eigentlich dachte ich mir, wäre die Hälfte. Und dann hält er, weißt du, also dieses Lieferkette, wo bleibt das Geld hängen? Und das sollte mehr und mehr bei den Produzenten sein. Und nicht bei der Importeure, nicht bei der Online-Händler, nicht bei den anderen Leuten, die in der Zwischen diesen Kette, diese Lieferkette so sind. Wird genug Zeit gegeben daran, dass es dem Glas sich entfalten kann. Ich bleibe bei meinen Zitrusmomente, leichte Aprikosemomente, ein kleines bisschen hier dieses Stachelbeeren. Pfeffrig, bisschen Ingwer, bisschen geht es Richtung tropisch Sternfrucht, nicht Maracuja, nicht Wassermelone. Ich versuche die ganze Zeit nochmal zu überlegen, es ist Birne, es ist Apfel. Es ist einfach überpreist, ist das, was ich denke. Okay, ein bisschen Wasser. So, ich habe denn die 55, was war das hier nochmal? 7 auf, keine Ahnung, 50 runter. Okay. Aber, ein bisschen Milchsäure, ein bisschen holzig, ein bisschen Honig, ein bisschen, ja genau, diese Säure kommt mit raus, mit Wasser, ein bisschen Vanillepudding, aber als ob es im Kühlschrank ein paar Tage zu lang gewesen wäre.
aber nicht wirklich ein Wow-Whisky. Kriege ich die 15 Jahre, wirkt der alt? Es ist 15 Jahre alt? So, 15 Jahre war früher einfach mal, damit fing man an, also bei solchen Tolle-Abfüllungen. 12, 15, 18 und dann wurde es alt. Also, von daher, der ist nicht alt, der ist noch in seinem Teenie-Jahre, jugendliche Alter hier für ein Whisky. Drei plus, ja, mehr nicht. Preislich vier minus. Also, no, no, thank you, no. Gut, im Vergleich der Vetterkern. Da kommt der Distillerie-Charakter ein bisschen mehr durch. Auch dieses ein bisschen holzige Moment hinten raus. Mensch, Leute, benutzt Second Fill. First Fill Bourbon ist nicht unbedingt das, was ich bei meinem Single Malt aus Schottland haben will. Ich muss echt darauf achten, einfach mal Second Fill Dinge zu kaufen. Auch da ein Hogshead wäre auch interessant, ja? Also. Ha, 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 ha. Ich würde das lieber trinken als das. So, Frage Nummer 1. Dathmill. Ist da überhaupt ein Produkt gewesen, wo man gesagt hat, hätte ich zuschlagen müssen? Vom Geschmack her. Frage Nummer 2. Eine 12 plus Jahre alte Fassstärke aus Bourbonfässern. First fill, second fill, third fill, mir egal, Hogsheads. Was könnt ihr empfehlen? Ja, eine Bourbon-Reifung, Fassstärke, 12 plus Jahre. Was könnt ihr empfehlen? Am besten unter 100 Euro. Ich hätte gerne ein paar Vorschläge hier. Was sagt ihr? Wow, das war aber gut. Meistens werden es dann hier Einzelfassabfüllungen. Meistens werden die 200 Zirkelflaschen schon längst weg sein. Aber was könnt ihr da uns am Herzen legen? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Dathmill 15 Fassstärke, nicht das Geld wert. Lass es in den Regalen liegen. Geh zu einer Messe und sag, hey, du hast die Flasche, schenk mir was ein. Mach eine Flaschenteilung mit deiner oder in deinem Whisky Club, deinem Whisky Verein. Kauft euch die Flasche, teilt sich zwischen euch allen 20 oder 15 oder was auch immer auf. Und dann da, aber nicht. Es keine. Ich glaube nicht, dass das eine Investmentflasche ist. Ich glaube nicht, dass es der Offenbarung ist in Geschmack, in Genuss. Sondern das ist einfach eine leider eine überhypte Flasche, die einfach nicht sein Geld wert ist. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Sag das und das war meine Meinung. Alles Gute, bis dahin. Ciao.